Sechs Spiele sind es bis zum österreichischen Cup-Titel. Heute gilt es also, die zweite Hürde zu überspringen. Und die ist schon recht hoch. Und das gilt wohl in dieser Form in Österreich, im österreichischen Cup für beide Mannschaften. Endspielcharakter schon in Runde 2. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum absoluten Schlagerspiel des ÖFB Cups in dieser Phase. Salzburg zu Gast bei Rapid. Zwei Mannschaften, die ja doch mit einigem Mann Selbstvertrauen in diese Partie gehen. Die Hütteldorfer haben zuletzt in der Bundesliga 3 Siege en suite gefeiert und die Salzburger sind überhaupt noch ungeschlagen. Aber ja, wenn wir auf die Aufstellungen schauen, in Kürze pfeift Schiedsrichter René Eisner, der 44-jährige Steirer, diesen Schlager an. Wenn wir auf die Aufstellungen schauen, dann sehen wir, dass das Rapid sehr vorsichtig angeht. Man sieht es jetzt da unten auf einer wunderschön gepflegten und heikel geschützten Wiese. Sehr gut, dass Rapid mit einer 5er Abwehrkette davor, 3 Defensivspielern beginnt. Und wenn man so will, die Salzburger zumindest etwas entschärft, denn der in 10 Spielen in der bisherigen Saison 17-fache Torschütze Erling Braut-Holland ist krank, wieder abgereist, ist nicht ganz fit, kann also heute nicht spielen. Vorne stürmen Dacca und Koita für die Salzburger. Und die Taktik oder das Vorhaben der Rapidler aufgrund der Aufstellung lässt vermuten, dass man hier einmal einige Zeit lang ohne Gegentreffer auskommen will. Vielleicht im Konter zu einer Möglichkeit. Wir werden das natürlich ganz genau beobachten. Es ist ein herrlicher Fußballabend, denn es hat perfektes Wetter, geschätzt so um die 20 Grad, vielleicht knapp drunter. Eine wunderschöne Wiese und eine tolle Kulisse mit, man denkt, das werden so knapp 20.000 sein heute hier. So, das ist Chefsache, Kapitän Stefan Schwab. Und das ist der erste richtig gute Kopfball, Velimirovic war das. Wir sehen es nochmal. Ja, dann gut im Zentrum. Stankovic, für den war das gar nicht einfach, denn direkt vor der Nase hatte er Kitagawa. Muss auf die Seite wegräumen, tut er. Und jetzt hat Batson Dacca was abbekommen. Hier, ja, das ist Foulspiel und das ist eigentlich zumindest eine gelbe Karte von Maxi Hoffmann, auch wenn das vielen Rapid-Fans nicht gefällt. Das ist gefährliches Spiel, das ist hingetreten mit den Stollen. Und das hat Trainer Eisner ganz offensichtlich nicht gut gesehen. So, Freistoß für die Salzburger. Junusovic dort, Soboslai. Soboslai, ah, der sitzt! Salzburg führt, 50. Minute. Zu 0 für den Titelverteidiger durch einen Kunststoß von Soboslai. Dominik Soboslai mit seinem 3. Treffer im österreichischen Cup im 5. Spiel. Und der passt einfach perfekt. Da ist auch gar nicht viel herumzureden. Genauer kann man den dort nicht unterbringen. Via Innenstange, einfach ein Traumfreistoß, 1:0. Rapid unter Zugzwang und es wird jetzt richtig schwierig. Mal sehen, was sich da auf dem Spielfeld auch ändert, taktischer Natur. Hoffmann, guter Pass in die Tiefe, Funtas.
Kitakawa, Ausgleich! 1:1, 56. Minute. Der Treffer von Koya Kitakawa für Rapid und es ist einer, der ganz wichtig ist für dieses Spiel von Rapid. 1:1 in der 56. Minute, hier nochmal der Ball zur Mitte und das macht er gut, löst sich von Ramalho, sieht genau, worauf es ankommt, der Ball von Funtas ideal und dann ist dort genügend Platz, schwierig für Stankovic. Für Stankovic und da ist die Schnellkraft von Taxiachis Funtas ganz wichtig in diesem Laufduell. Rapid gleicht aus 1:1 zurück zum Start hier in diesem Cup-Zweitrundenspiel. Salzburger, ja, das hat immer so geheißen mit recht frischen Beinen gegen den LASK. 8 Spieler geschont. Das war bei Rapid nicht möglich. 2:0-Sieg in Tirol. Achtung. Velimirovic. Oh, der trifft die Stange. 65. Minute. Die nächste Riesenchance für Rapid. Oh, das war zu heftig von Schwab. Das geht so nicht im Zweikampf, weiß er selbst. Und das ist es dann gewesen für Stefan Schwab, der schon gelb hatte. Und das ist ja aus seiner Sicht ein Unterbinden des Konters der Salzburger gewesen. Aber es ist die zweite gelbe Karte und zweimal gelb ist bekanntlich rot. So, hier nochmal. So kann man da nicht reingehen. Das ist überhaupt keine Diskussion. Und auf der Mittelauflage ohne die ganz große Gefahr. Leider auch nicht super schlau. 20 Minuten gespielt in der zweiten Hälfte, etwas mehr. Und hier war schon richtig viel los. So, Ulmer muss behandelt werden. Jonosovic auf den Beinen. Und dass es hier um viel geht in der zweiten Runde des österreichischen Cup-Bewerbs, muss man jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Das sieht man alles auf dem Feld. 65. oder 66. Minute, Rapid nur noch mit 9 Feldspielern. Und wie gut kommt die grün-weiße Flotte ohne den Kapitän zurecht, der schon nicht unwichtig ist im Zentrum. Noch geklärt von Barac. Und jetzt kommt nochmal die Szene mit dem Stangenschuss hier. Salzburg hat Glück, Rapid hat Pech in dieser Phase. Der dreht sich noch ein bisschen nach außen eben auf die Stange, denn sonst hätte Zizan Stankovic was aus dem Netz holen müssen. So was leid. Holen wir. So, und was wird das? Ich fürchte nichts Gutes. Der hatte auch schon gelb. Oje, und Stojkovic wird sich wohl auch eine gelbe abholen. Der hat hier hämisch applaudiert. Rapid mit einer weiteren roten Karte. Stojkovic hat das Weite gesucht und unten bei den Betreuern geht es rund. Oh weh, da gibt es wilde Wortgefechte zwischen Jesse Marsch und Didi Kübauer. Schade eigentlich.
Oh, da laufen die Gemüter heiß. Also zum zweiten Mal Gelb-Rot für Rapid, diesmal Dalibor Velimirovic. Und so darf man dort nicht hingehen. Überhaupt keine Diskussion. Aber auch überflüssig zu spekulieren, ob das gleich rot ist, denn rot ist es dann geworden. Szoboszlai. Ullmann, Ramaljo, Christensen. Und jetzt ist der Ball im Tor. Gibt's denn das? Ich glaube, es ist Minamino. 121. Minute. Salzburg führt. Also, wenn ich das alles richtig gesehen habe, ist es Takumi Minamino gewesen, der da irgendwie ja noch den Schritt zurück macht, jedenfalls nicht im Abseits. Da kommt der Ball und es ist Minamino, der das 2:1 erzielt. Und das Spiel ist abgepfiffen, aus, vorbei. Es ist ein Lucky Punch in nahezu allerletzter Sekunde gewesen, der die Salzburger in die dritte Runde ins Achtelfinale bringt. Was war das für ein harter Kampf und was wird das jetzt für eine Aufgabe bei Rapid, die Spieler wieder aufzurichten, die sich, das muss man schon sagen, hier sehr tapfer gehalten und geschlagen haben, aber jetzt hier K.O. gehen. Dieses Bild ist beispielhaft für den vermutlich jetzt schlimmen Gemütszustand bei Rapid. Aber Salzburg und damit dann doch wieder der Favorit hat sich durchgesetzt mit einem 2:1, 121. Minute. Takumi Minamino stellt den Fuß hin und der Ball zappelt zum 2:1 im Netz. Was für aufregende Schlussminuten hier.